Teilzeit gearbeitet haben. Ganz normale Leute, Alltagsgeschichten, außergewöhnliche Berufe. Helden des Alltags, Blicke hinter die Kulissen. Das sind die Themen, die sich in den Videos von allin.de wiederfinden. Auf dem Online-Portal der Allgäuer Zeitung finden die Nutzer seit vielen Jahren Videos. Und die bekommen immer mehr Relevanz. Die Zeiten der verwackelten Handyvideos ist zwar nicht vorbei, aber es gibt immer mehr professionelle, anspruchsvolle Internetvideos. Und dazu gehören auch die von allin.de. Allin.de hat jetzt 4 davon ins Rennen geschickt. Es geht um den Deutschen Web-Videopreis 2014. Mitverantwortlich für die Videos ist Holger Mock. Er hatte auch die Idee, bei dem Wettbewerb mitzumachen. Da haben wir natürlich schon geschaut, dass wir Filme auswählen, die im technischen Bereich sehr hochwertig sind, wo die Schnittfolge zum Beispiel sehr ansprechend ist oder die besonders kreativ umgesetzt sind. Zum Beispiel unser Film über den Bodenseefischer. Da sind eben sehr schöne, aussagekräftige Bilder drin, die auch schöne Emotionen wecken und den Zuschauer dadurch in ihren Bann ziehen sollen. Online-Videos sind inzwischen etabliert, auch bei allin.de. Dort erscheint mindestens einmal in der Woche eine Reportage mit Text, Fotos und natürlich einem Video. Redakteurin Theresa Handebauer arbeitet schon an der nächsten Reportage. Wir haben eine Darstellungsform für uns entwickelt, wo wir beispielsweise völlig auf Off-Texte verzichten. Das heißt, es gibt keinen Redakteur, der noch was dazu erzählt, sondern die Menschen in unseren Videos sprechen quasi für sich und wir fokussieren dadurch das Thema auch sehr auf den Menschen, um den sich dieses Video dreht. Wie die Chancen für allin.de stehen, den Webvideopreis zu erhalten, kann Holger Mock schwer voraussagen. Es gibt viele konkurrierende Filme im Wettbewerb und die Juryentscheidung ist nur das eine. Es kommt auch und vor allem auf die Votings der Internet-User an, die über die Videos per Mausklick abstimmen. Wir legen bei unseren Videos ganz viel Wert darauf, dass es Allgäuer Geschichten sind, dass es Geschichten sind von hier aus der Region. Auch das ist natürlich so ein Faktor, wo wir nicht genau wissen, wie das die Internetgemeinde sagen wir deutschlandweit auch annimmt und das auch gut findet. Und deswegen hoffen wir natürlich darauf, dass die Allgäuer Internetgemeinde, die User im Allgäu, alle Allgäuer auch für unsere Videos mitvoten, weil das sind tatsächlich Themen, die eben von hier aus der Region sind. Wir haben den Bodensee, wir haben den Alphornbauer aus Oberstaufen, wir haben die ehemaligen Schleckerfrauen mit ihrem Dorfladen in Steinheim und wir haben den Viehscheid in Bad Hindelang. Es sind also alles regionale Themen und da hoffen wir einfach darauf, dass alle uns unterstützen und für unsere Videos auch mitvoten. Bis zum 20. April kann man noch im Internet abstimmen. Unter allin.de/video kann man sich die Wettbewerbsbeiträge anschauen. Dann könnte es nämlich sein, dass allin.de den Deutschen Webvideopreis gewinnt. Mit einer Geschichte aus dem Allgäu.